Nachdem, liebe Schwestern und Brüder, der gestrige letzte Satz aus der Lesung der heutige erste ist, die Leseordnung findet den Satz so wichtig, dass er gleich noch einmal wiederholt wird. Das ist natürlich nicht ohne Hintergedanken, weil es eben, wie gestern schon angemerkt, eine Parole geworden ist. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Klingt nach, für unsere heutigen Ohren, es gibt keine Verpflichtungen mehr, keine Bindungen. Wir können ganz in Freiheit entscheiden und uns selber verwirklichen. Das Evangelium scheint dem auch Vorschub zu leisten, wenn Jesus die Engherzigkeit und die Fixierung der Pharisäer heftig kritisiert. Was wir dabei schnell vergessen ist, dass die Freiheit der Christen darin besteht, sich radikal an Christus zu binden. Das ist ihre Freiheit. Darin realisiert sich Freiheit, in dieser totalen Bindung, in dieser totalen Verpflichtung auf Christus. Niemand will ich kennen außer Christus, ruft Paulus an anderer Stelle. Und das ist Zeichen seiner Freiheit. Diese innere Freiheit hat er gewonnen und er hat sie erst entdeckt, als er sich wirklich ganz und vorbehaltlos auf Christus eingelassen hat. Wie machen wir das heute? Natürlich ist es auch wahr, wenn wir sagen, ja, aber Christentum muss sich doch immer auch in die entsprechende Zeit hinein übersetzen. Ja, natürlich. Wer wollte das bestreiten? Aber es braucht eben auch eine Wiedererkennbarkeit. Ich bin nicht sicher, was der heilige Paulus, wenn jetzt hinten die Tür aufginge und er käme jetzt hier herein, er würde sehen, was wir hier tun, wie wir sprechen und wenn er danach fragte, wie wir leben. Ich bin nicht ganz sicher, ob er uns wiedererkennen könnte als zumindest ein vielleicht für ihn ein bisschen unverständlich von dem, wie wir gekleidet sind und wie wir uns benehmen. Aber doch, dass er am Schluss zu dem Schluss käme, doch, es sind Christen. Doch, jetzt bin ich am Schluss sicher, es sind Christen. Würde uns ein Kirchenvater, der durch die nächste Tür kommt, egal wer, ob Basilius oder Augustinus oder irgendein späterer, würde er uns wiedererkennen? Würde sagen, ja, die glauben das Gleiche, was wir geglaubt haben und was uns wichtig war. Diese Basis muss es ja geben. Und diese Basis findet man nur in der totalen Bindung an Christus, die wahre Freiheit gewährt. Nicht indem wir heute meinen, Freiheit hieße, eine neue Kirche zu erfinden. Freiheit hieße, ein neues Glaubensbekenntnis zu formulieren, weil man das Alte ja nicht mehr versteht. Ja, warum bemüht sich denn niemand, es zu verstehen? Warum bemüht sich von denen, die in der Kirche bestellt sind, es zu erklären, niemand es auszulegen? Das hat ein Paulus getan, wie wir hören. Das haben die Kirchenväter getan, wie wir wissen. Es bleibt auch unsere Aufgabe. Damit ist in der Freiheit, die sich in der Bindung realisiert an Christus, damit es die Wiedererkennbarkeit gibt, in allen Generationen, durch die 2000 Jahre hindurch. Das muss uns ein Ansporn, aber zugleich auch ein Trost sein, dass wir nicht alleingestellt sind, dass wir es nicht jetzt alleine schaffen müssen, wie denn diese großen Fragen, die wirklich groß sind, den Glauben weitersagen, wie denn verkünden an die nächste Generation. Am besten auf diesem Weg. Paulus zeigt ihn uns und viele Generationen danach haben es ihm gleich getan. Warum denken wir eigentlich, dass es bei uns anders sein müsste?